Hallo, liebe Astro-Rebellen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz und aus der ganzen Welt. Herzlich willkommen zu eurem astrologischen Kanal auf YouTube. Mein Name ist Emmanuel von Zenstern und das ist die allgemeine Monatsprognose für Mai 2021. Lieber Krebs, zwischen 1. und 3. des Monats hast du Sonne Quadrat Saturn. Am Monatsanfang wirst du besonders verunsichert sein oder von einer überfordernden Situation konfrontiert. Bezüglich der Finanzen kannst du dir keine große Geldausgabe leisten am Monatsanfang. Am 4. hast du Merkur in Zwillinge eingetreten. Bis 11. Juli wirst du mit einem Thema abschließen, die dich seit mehreren Monaten geistig beschäftigt hat. Eine Reise, Umzug und der Transport und Verkauf von alten Gegenständen können in dieser Zeitspanne in den Fokus gestellt werden. Zwischen 5. und 6. Mai haben wir Venus Trigon Pluto. Diese Tage können von fröhlichen Momenten und Geschehnissen geprägt sein. Erfolg bei Geschäften und Prüfungen sowie berufliches Wachstum sind zu erwarten. Zwischen 7. und 8. des Monats hast du Venus Quadrat Jupiter. Eine Störung oder ein anderes Problem kann dir den inneren Frieden rauben. Falls zutreffend, solltest du lernen, mehr Verantwortung und Reife im Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen zu entwickeln. Wir haben am 9. Venus in Zwillinge eingetreten. Bis 1. Juni sind Änderungen und Wendungen in einer Partnerschaft möglich. Loslassen ist hierbei wichtig. Zwischen 10. und 11. Mai haben wir einen Neumond in Stier. Die Umsetzung eines persönlichen Vorhabens oder die Erfüllung eines Wunsches wird dir bis Mitte Juni gelingen. Das sind gute Nachrichten für dich. Streitigkeiten um Grundrechte und Freiheiten können bei vielen Krebsen in den Vordergrund treten. Am 12. haben wir Merkur Trigon Saturn. An diesem Tag solltest du lieber zu Hause bleiben und dich bei neu aufkommenden Stress für eine Weile zurückziehen und dich geistig und körperlich regenerieren. Reg dich bitte nicht wegen Kleinigkeiten auf, falls diese auftauchen. Am 13. haben wir Sonne Sextil Neptun. Du bist dabei, einen persönlichen Traum in Erfüllung zu bringen. Wenn eine Tür zugeht, dann wird sich eine neue öffnen. Hab einfach Vertrauen. Du kannst ohne Ängste und Sorgen durch die Tür gehen, mein lieber Krebs. Am 14. hast du Jupiter in Fische eingetreten. Bis Ende Juli solltest du keine Angst haben, eine Veränderung in deinem Leben herbeizuführen, die notwendig ist. Du solltest lernen, deine eigenen Vorstellungen und Wünsche zu verwirklichen, anstatt andere zufriedenzustellen. Zwischen 15. und 20. hast du Venus Trigon Saturn. Es kann vorkommen, dass du dich von jemandem unbeliebt oder verachtet fühlst. Wenn das der Fall ist, dann solltest du deine Gedanken und Empfindungen äußern und nichts verdrängen. Zwischen 21. und 23. Mai haben wir Merkur Quadrat Neptun. Die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten von Missverständnissen, Unterbrechungen und Verzögerungen ist sehr hoch. Wir haben am 23. Saturn rückläufig in Wassermann, das heißt, bis 10. Oktober können Themen wie Erbe, Bank, Kredit, Versicherung und Steuer besonders wichtig sein. Die Befreiung von körperlichen Giften kann auch von Bedeutung sein. Zwischen 25. und 26. haben wir einen Vollmond in Schütze. Eine Reinigung, Entsorgung oder Ausräumung können in den Vordergrund treten. Nur wenn du dich von unnötigen Gefühlen und Abhängigkeiten befreist,
wirst du Hindernisse sinnvoll bewältigen können. Am 27. hast du Venus Quadrat Neptun. Selbstkontrolle und Mäßigung sind an diesem Tag besonders empfohlen. Danach, zwischen 28. und 29. Mai, haben wir Merkur in Konjunktion zu Venus. Ein nettes Gespräch kann sich ergeben. Hört genau zu, was jemand dir erzählt. Es kann sein, dass es dir nicht die ganze Wahrheit gesagt wird. Am 30. haben wir Merkur rückläufig in Zwillinge. Bis 22. Juni werden sich versteckte Bekanntschaften als sehr nachteilig erweisen. Kreative Arbeit hinter den Kulissen ist mit Erfolg gesegnet. Mein lieber Krebs, mit diesen Aussagen bin ich fertig mit der allgemeinen Monatsprognose für Mai. Falls du eine individuelle Vorausschau für die Zukunft brauchst, kannst du diese auf meiner Webseite buchen. Vielen Dank, ich wünsche dir viel Erfolg in Mai 2021. Bleib gesund und bis zum nächsten Video.